Meine Motivation ist zu zeigen, dass es auch Frauen im KI-Bereich gibt und dass Frauen da arbeiten und das soll auch sichtbar sein. Das war eigentlich mehr Zufall, muss ich sagen. Ich habe nach meinem Bachelorstudium beschlossen, Kognitionswissenschaften zu studieren und habe das an der Uni gefunden, wo der Fokus auch auf KI lag. Und dann hat mir im Endeffekt die Programmierung und das Thema Natural Language Processing am besten gefallen und darauf habe ich mich fokussiert. Ich glaube, dass sehr viele Frauen sich selber unterschätzen. Es gibt ja dieses sogenannte Hochstapler-Syndrom, da leiden sehr, sehr viele Frauen drunter. Und das Problem ist, dass wir uns selber einfach viel zu wenig zutrauen und schon, glaube ich, in der Schule anfangen zu hören, du bist schlecht in Mathe, du interessierst dich vielleicht gar nicht für Technik, vielleicht ist das gar nicht dein Ding, obwohl es dir vielleicht doch liegen könnte. Ich glaube, dass auch künstliche Intelligenz und jetzt gerade mit ChatGPT dieses Thema der Informatik und der Computerwissenschaften einfach viel mehr in die Öffentlichkeit geraten ist. Und dadurch ist auch diese fehlende Frauenrolle ist einfach auch noch mehr zusätzlich in die Öffentlichkeit geraten und in den Mittelpunkt geraten. Ich wünsche mir, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen im IT-Bereich arbeiten und dass wir Frauen nicht mehr zusätzlich irgendwie ins Licht rücken müssen, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, dass wir auch in dem Bereich arbeiten und gut drin sind. Ich finde, dass Netzwerken ganz, ganz wichtig ist und das kann man auch schon sehr, sehr früh anfangen. In der Uni zum Beispiel oder wenn man sich besonders für künstliche Intelligenz, für KI interessiert, dann gibt es Vereine, denen man beitreten kann, um zu netzwerken und da auch wirklich ein Netzwerk aufzubauen, weil einem das später auch in der Karriere sehr, sehr hilft.